So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich verbrauche einen Apfel, einen Pilz und einen Schlürfpilz. So, das Ganze werden wir einfach mal versuchen in einer Runde zu machen. Aber ich kann euch schon direkt vorweg verraten, das Ganze ist immer nur an verschiedenen Orten zu machen. Also die Äpfel haben einen bestimmten Ort, die Pilze haben einen bestimmten Ort und die Schlürfpilze haben halt einen bestimmten Ort. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht ganz so leicht werden, aber wir machen das Ganze in Gruppenkeile. Aber bevor wir darauf eingehen, erstmal eine kleine Info an euch. Wenn ihr Bock habt, einen legendären Skin bei mir zu gewinnen, einfach in der Videobeschreibung abchecken, das Video, was oben verlinkt ist, angucken und einfach am Gewinnspiel teilnehmen. So, das erstmal dazu. Aber dazu kommt auch oben rechts noch eine kleine Infobox. Und ganz am Ende vom Video werdet ihr natürlich auch noch eine Verlinkung kriegen, da so, dass ihr die Chance habt, den Skin zu gewinnen. So, wo gibt es das Ganze? Also, die Schlürfpilze finden wir hier. Die Pilze finden wir hier, in dem Bereich. Und die Äpfel finden wir erst hier oben, da wo die Äpfelbäume logischerweise sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir springen direkt raus, weil ich versuche natürlich direkt die Schlürfpilze zu kriegen. Ich versuche das jetzt echt in dieser einen Runde zu machen. Und wie gesagt, wenn ich dir jetzt schon mit der Info geholfen habe, gerne ein Abo da lassen, gerne ein Like auf das Video da lassen, würde mich natürlich supporten. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne schon mal zu dir, viel Spaß beim Nachmachen und hau rein. So, die alten Supporter unter euch wissen ja, wir machen das Ganze natürlich komplett zusammen. Hier unten haben wir nämlich schon die ersten Schlürfpilze. Dann haben wir nämlich schon mal einen Teil von der Aufgabe fertig. So, zack. Haben wir das nämlich fertig. Dann holen wir uns direkt schon ein bisschen Metz mit. Und wie gesagt, ich habe heute echt gedacht, die Gruppenkeile werden nicht mehr da, ne? Dann wären die Aufgaben anders schwierig geworden. So, wo habe ich gesagt? Da sind die Pilze. Jetzt hoffe ich, dass da gleich noch welche sind. Aber ich denke mal schon. Ich kann gerade überlegen, es wäre schneller, wenn ich direkt sterbe. Zack, 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 zack. Man kennt es. Darf ich natürlich nur nicht gerade irgendwo im Wasser landen. Und zack. Weil jetzt lande ich ja irgendwo hier in dem Radius. Vielleicht kriege ich auch den Apfelbaum hin. Wo werde ich rausgeschickt? Nee, ich muss rüber. Zack. Hier bei dem. Lass mich lügen. Hier müsste das ungefähr sein. Und dann könnte ich es vielleicht noch schaffen zu der Farm. Vielleicht. Wäre ich jetzt hier oben gespawnt, dann hätte ich es probiert, darüber zu kommen. Aber jetzt heißt es natürlich erstmal die normalen Pilze zu finden. Weil die normalen Pilze müssten ja eigentlich die blauen sein. Die direkt halt Leben geben. Beziehungsweise Konditionen, ne? Also blaues Leben halt. Ihr wisst, was ich meine. Also Schild. So, wo sehen wir hier welche? Hier unten, oder? Sag nicht, die wurden schon alle weg. Ah, toll, da rennt auch einer rum. Aber auf jeden Fall hier in dem Waldstück definitiv. Also das ist definitiv klar. So. Ab geht's, ab geht's. Aber hier sind doch gar keine. Oder? Ich meine nämlich, die wären weiter oben gewesen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja nicht blöd. Die können ja nicht alle Entschuldigung, ihren Ausdruck, weggefressen worden sein. Ah, da ist doch einer. Ja, ich sag ja, zur Zeit ist das Ganze nicht so einfach zu finden. Was ist das denn für ein Geleckig, ey? Ist ja furchtbar. So, den Pilz haben wir jetzt auch. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Metz mit. Boah, ist das am Lecken. Was ist denn los hier? Puh, ich sehe es nämlich gerade. Gott, da muss man sich schon fast schämen, das hochzuladen. Oh je, oh je. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt noch dahin und dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon hinter uns. Das wäre nämlich echt nice. Gott, aber die Lags, die sind ja anders eklig. Vor allem, ich mache hier eigentlich gar nichts. Oha. Ja, ich sehe es. Also ich muss mich halt echt für die Lags entschuldigen, aber ich habe gerade absolut keine Ahnung, woran es liegt.
Boah, 1 Kilometer darüber kommen, das ist natürlich auch eine Hausnummer. So, und jetzt ist noch die Frage, ich darf natürlich keiner töten. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt quer durch die Zone müssen. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. So, wie viel Metz habe ich noch? So, das war die letzte. Ich würde sagen, die lassen mich nicht leben. Ein Boot wäre jetzt nicht schlecht. Aber ich will es natürlich wie immer in einer Runde hinkriegen. Ihr kennt mich. Ich habe eigentlich schon vor, nachher noch einen Livestream zu machen. Aber dafür muss ich natürlich ordentlich Gas geben und die Aufgaben müssen natürlich ziemlich schnell erledigt werden. Ich versuche jetzt echt mit dem Boot dahin zu kommen, auch wenn das Gegnerzone ist. Eigentlich müsste ich das schaffen. Wenn mich keiner mehr irgendwie versucht zu killen, müsste das zu schaffen sein. Na gut, ein Schub gibt mir mal gerade 50 Meter. Ah, war ja klar. Irgendein Otto muss natürlich versuchen, mich zu holen. Ja, flieg du über mich. Ja. Gut, dass die alle keinen Aim haben. Ah, hör doch auf mich zu schießen. Was bist du für ein Opfer, ey? Das wird ganz eng, das wird ganz eng. 10, 9. Das wird so. Also, nein, ich werde es nicht schaffen. Da ist der Baum. Ich hätte nur noch fällen müssen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt leckt Fortnite selber noch. Gott, das hier wird eine Runde, ey. Aber ihr kennt mich. Ich. Oh, lass mich in Ruhe, hau ab. Ja, du bist der Beste. Na komm runter. Blaues Leben. Natürlich hat er immer noch blaues Leben. Der wird mich so safe wegholen. Ach ja. Schwitzer hoch 8. Ja, keine Munition mehr. Gott, was ist das für eine Kackrunde? Ich brauche natürlich die Äpfel immer noch. Oh Gott, diese Lags. Ich hasse wirklich Donnerstag. Die Aufgaben sind alles schön und gut, aber die Lags sind dann anders heftig. Ach ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Lol. An welcher Krankheit ist der denn jetzt gestorben? Aber nehme natürlich gerne mit. Ich versuche hier nur irgendwie Metz zu holen. Ja, du bist der Beste. Weil ich will irgendwie noch darüber kommen. Aber der Weg ist zu weit. Ich werde es, glaube ich, nicht mehr schaffen, darüber zu kommen. Ich denke nicht. Aber ich bin stur bei sowas. Oh, ey, so viel Pech kann man. Guckt mal, guckt euch diese Lags an. Er holt mich No-Scope. Jupp. Das war's natürlich. Oh, guck mal, wo ich spawne. Anstatt ich dann da oben spawne. Nein, immer schön weit weg. So dass ich ja nichts machen kann. Naja, ich würde sagen. Das war es dann auch so langsam mal mit dem Video. Auf jeden Fall danke an jeden Einzelnen, der noch da geblieben ist. Und sorry für die Lags. Ich habe wieder mal keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe hier nichts offen. Also ich bin hier nicht das Video am Hochladen von eben oder so. Sondern irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie helfen. Ja, auch da keine Moon mehr. Also die Runde ist komplett lost.
In dem Sinne auch an euch, haut rein. Ich schätze mal, ihr werdet es definitiv hinkriegen. Und bis dann.